Bleibt stehen! Sensei, Ishikawa. Fürst Sakais Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen. Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilf mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt im Bogenschießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Okay. Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Meine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Danke. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mongol, greift an! Oh, gleich 2 Pfeile, ja. Die kämpfen wie betrunkene Tanuki. In Komoda kämpfen sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Ich fürchte Schlimmes. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre. Folter. Oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie bringen? Vor Nakayama. Das Fort ist ganz nah. Warte, ich will mal ganz kurz was machen. Sammlungen. Genau. Aber wir in den Katzen. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist.
Boah, die Schiffe da hinten. Warte kurz. Wir müssen reden. Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Dann ist es gut, dass er ihn mir gibt. Er sagte etwas von geben. Beweist, dass er gut schießt. Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Gut schießen? Ich und gut schießen auch mit Kontrolle. Ach du, ja, das kann das werden. Dann kann er ihn behalten. Kurzbogen, Schaden und Zieltempo sind durchschnittlich. Eins ist ein Geschenk von Fürst Nagao an Sensei Ishikawa, das jetzt von neuen Schülern des Senseis getragen wird. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist. Wie schießt man? Cool. Schießt man denn? Hallo, Spiel, sag mal bitte, wie man schießt. So, ja. Ach, da unten steht es sogar. Ah, okay. Welche soll ich jetzt nehmen? Die jetzt in den nächsten. Das ist die, ne? Hier, oh Gott. Ja, aber erwarten die noch? Ich muss noch mal ein bisschen. Gut. Jetzt auf die etwas weiter entfernte. Links. Je ferner das Ziel, desto mehr sinkt euer Pfeil. Nicht schlecht. Mal sehen, ob ihr auch die ganz hinten trefft. Ja. Wie fühlt er sich an? Wie für mich gemacht. War er aber nicht. Also gebt gut darauf Acht. Gehen wir. Tja, gut, du Arschloch. Ja, eine schöne Animation. Ein solcher Bogen hat uns in Komoda gefehlt. Es ist ein guter Bogen. Doch nicht Waffen erringen Siege, sondern Krieger. Ihr kennt die mongolischen Feuerwaffen nicht. Und sie haben noch nicht gesiegt. Das stimmt. Aber gut, das ist natürlich klar, ne? Ich sag mal so, wenn jemand natürlich ein riesiges Sturmgewehr in die Hand drückst, aber der kann damit nicht umgehen, ist er nicht so gefährlich wie jemand. Hoffentlich ist eure Schülerin dort drin. Der einen kleinen Revolver hat und den man und der damit aber umgehen kann. Der ist gefährlicher. Von dort oben können wir ihre Abwehr besser sehen. Okay, ich schätze mal reinschleichen ist mit dir nicht, weil du wieder so ein Ehre-Typ bist, ne? Diese Stelle ist perfekt. Oh Gott, Snipern. Und öffne das Tor. Dann schlagen wir zu. Stürmt er immer mit halboffenem Hakama in den Kampf? Habt ihr eine bessere Idee? Geduld, Sakai. Die Mongolen werden einen Suchtrupp nach der Patrouille entsenden. Wenn die Tore aufgehen, schlagen wir zu. Je länger wir warten, desto länger ist Tomoe in Gefahr. Sie kommt schon zurecht. Betrachtet das Schlachtfeld. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Sie haben viele Schützen. Sie sind gut, aber wir sind besser. Ein Pfeil in diese Hängelampen und es sprühen Funken. Die Feuer entfachen. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Wir werden sehen. Hornissennester. Ein Schuss dürfte sie aufscheuchen. So bekommen die Mongolen Insektenstiche und Pfeile ab. Wenn die Tore aufgehen, lenkt den Feind ab und lasst Pfeile auf ihn regnen. Dann stürmen wir das vor und befreien Tomoe. Gut, jetzt warten wir. Dann gibt's heute Abend Hämorrhoiden. Sie öffnen die Tore. Wartet auf mein Signal. Bereit machen.
Jetzt schickt sie zu ihren Vorfahren. Ah, die klappt. Ja. Das war nicht schlecht, Sakai. Drinnen sind noch mehr. Nicht mehr lange. Suchen wir Tomoe. Oh komm, also die Waffe, der Bogen ist ja echt gefährlich. Wenn man damit umgeht, umzugehen weiß. Na? Oh. Oh. Boah. Ah, danke. Lass ihn mir. Danke. Das war meiner. Oh, nicht so gut. Okay, Bogen schützen. Oh. Ist doch gar nicht interessiert, glaube ich. Ja, natürlich. Wie gibt's denn hier noch? Ja, natürlich. Jetzt ist er schon da. Von da hinten. Ich gehe da jetzt hoch, Alter. Leck mich doch am Arsch. Ja, jetzt ist er doch nicht in Ruhe an der Waffe weg. Ach, komm. Hör mich schließen. Hör auf damit. Du Feigling. Ja, Dusche. Ich dusche dich auch gleich. So, tschüss. Oh, ja. Ich wollte gerade runterspringen. Ja. Euer Ernst, oder was? Feige seid. So. Tote Gefangene. Gefesselt. Mit Pfeilen getötet. Tomoe ist nicht... Wartet. Dieser Anhänger gehört ihr. Vordurchsuchen. Durchsuchen, ja. Boah. Das war echt eine harte Nummer. Jemandes Privatquartier. Ein Frauenkimono. Tomoes Kimono. Sie haben sie freigelassen. Wieso? Meinst du, du kannst deiner kleinen Schülerin vertrauen? Hast du, wir hätten auch hier hochspringen können, oder wie? Nee, doch, also doch kein Lauter. Was hätten wir vielleicht irgendwie hier hochlernen können? Ja, von hier. Hätte ich sie hier so platt machen können. Bisschen auf dem Häuschen auch, ne? Okay, den ich drauf achten müssen. Na, Mist. Gut, dann weiß ich das beim nächsten Mal.
Oh, wie viele wir umgebracht haben. Eigentlich ging das, aber die Pfeile haben es mir gegeben. Das sind japanische Pfeile. Das sind Tomoes Pfeile. Seid ihr sicher? Diese Kerbe aus Hirschgeweih, das lehrte ich sie. Und diese geschwungenen Seeadlerfedern. Dann nahmen die Mongolen ihr die Waffen ab. Die Schüsse sind eng beieinander. Kein Mongole schießt japanische Pfeile so geschickt. Dann ließen sie einen Bogen benutzen. Die scheint uns verarscht zu haben. Oder besser gesagt, dich. Ich hatte ja weniger verarscht. Eine Schriftrolle. Bogenkunstbegriffe ins Mongolische übersetzt. Euer Name wird erwähnt. Sie hat meinen Weg des Bogens gelehrt. Begleite Sensei Ishikawa. Hört ihr das? Ein Überlebender. Wir suchen nach einer Frau, einer Schützin. Die Mongolen sperrten sie mit uns ein. Dann ließen sie sie frei, gaben ihr Rüstung und Bogen. Sie tötete meine Frau und die anderen. Die Toten von vorhin. Sie demonstrierte dem Feind ihr Können und er hat sie rekrutiert. Bitte. Es tut so weh. Lasst mich nicht zurück. Ich habe genug gesehen. Gehen wir. Hätte sie töten sollen. Sensei? Tomoe hat ihre Freiheit erkämpft und hilft jetzt den Mongolen. Wieso tut sie das? Was ist passiert? Ich habe sie zu sehr gedrängt. Wie gedrängt? Was verheimlicht ihr? Sensei! Ich verlange eine Antwort. Sie griff mich an. Nicht die Banditen. Tomoe. Wieso? Sie begreift nicht, was es heißt, Samurai zu sein. Euretwegen wählte sie die Mongolen. Verurteilt mich nicht. Lügt mich nicht an. Ich darf Tomoe, den Feind, nicht meinen Weg des Bogens lehren lassen. Dann halten wir sie auf. Das ist mein Kampf. Ich brauche eure Waffen nicht. Nein, ihr braucht mich. Es sind Krieger, die Siege erringen. Nicht Waffen. Fürst Shimura hat euch gut gelehrt. Wir jagen Tomoe gemeinsam, aber auf meine Art. Und wenn die Zeit kommt, werdet ihr mir helfen, meinen Onkel zu retten. Ihr habt mein Wort, Sakai. Ich bereite mich auf die Jagd vor. Wenn ihr so weit seid, kommt zum Dojo. Allein retten wir meinen Onkel nicht. Es müssen sich uns noch mehr anschließen. Findet Fürstin Masako Adachi, falls sie noch lebt. Sie gehört zu den besten Kriegern der Insel. Die Geschichte von Sensei Ishikawa. Rekrutiere Sensei Ishikawa. Deine Legende wächst. Der wandernde Samurai, maximale Gesundheit erhöht. Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue Wege, sie mir vom Leib zu halten. Wirf mit L und R1 zwei Kunai auf nahe Gegner, sodass sie taumeln. Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen.
Kann mich vor dem Tod retten. Würde ich ganz gern das beides. Oder? Würde ich ganz gern das beides nehmen. Genau. Wir haben die Geschichte von Förster Masako, Blut im Gras, der gebrochene Schmied.